Schönen guten Tag, mein Name ist Abgrab und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu dem sogenannten vierten Teil von dem Spiel Star Wars The Old Republic, ne? So, aber diesmal werdet ihr ein bisschen was erkennen. Ich habe hier ein bisschen was umgestaltet. Ein neuer Charakter. Nämlich Xang'an ist der Bösartige. Natürlich ist er, wie auch nicht anders, natürlich auf der republikanischen Seite. Und wir müssen jetzt erstmal kicken, wo uns die Sparkasse diesmal hinbringt. Der Auftraggeber, der sucht ja uns immer wieder einen neuen Auftrag. Und deswegen gucken wir mal, ne? So, wo ist denn der Staubsaugervertreter? Hallo? Hey, yo, wo bist du? Ah, ja. Ja, ich hänge da, ich möchte suchen Taxi. Habt ihr mal was für mich? Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Habe ich Ich gemacht. wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ja, danke. Ja, der Großkunde, zu dem wir wollen, der so, ja, wie soll ich sagen, nee, der will einen Staubsauger kaufen und deswegen sind wir heute mal mit Xeneis unterwegs, ne? Mal kicken, vielleicht hilft euch ja halt einen guten gebrauchten Staubsauger für 1500 Credits. Sagen wir mal heute Euro oder Dollar oder ach, keine Ahnung. Rupien, da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir tatsächlich machen können. Ja, gucken wir mal, wie wir da ankommen oder wann wir da ankommen. Die Flugdauer beträgt 30 Stunden. Wir wünschen Ihnen dennoch viel Erfolg und viel Spaß beim weiteren Flug. Auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, wir setzen zur Landung an. Ah, das ist aber Schätze. Hey, wo ist eigentlich meine Begleiterin? Ach, guck mal, da ist er. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Ihr werdet noch froh sein, mich dabei zu haben. Das verspreche ich. Jeder gute Staubsaugervertreter weiß, einer braucht eine gute Assistentin, ansonsten bringt das mit dem Staubsaugerverkauf auch keine Punkte. Deswegen gucken wir mal. Gucken wir mal hier. Ja, 58 Millionen. Das hält mir sehr auf die Sorge, Alter. Das ist ja nicht normal. Gucken wir mal. Guten Tag, ich bin hier der Staubsaugervertreter. Wo muss ich denn eigentlich hin? Rotlicht der schwarzen Sonne. Ach, da oben, da guckst du. Ja, guck mal, dann machen wir das ganz einfach. Wir gehen in den Puff. Erstmal hier lang, da lang, da lang und da lang. Auf zum Puff. Hast du die Bumsebiene dabei? Ja, Alter, ohne Scheiß, diese Steuerung gibt mir voll auf den Sack. Wir machen das so. Wir gehen hier erstmal mit der Staubsaugervertretung. Tussel da hinter mir, da so, hier Ich mit habe denen da. gehört, hier kann man die fortschrittlichsten Technologien kaufen. Manche davon sind sogar legal. Yeah, und dafür müssen wir tanzen. Weiß Bescheid. So, yeah, Hüftschwung, Gold, yeah, was geht ab? So, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Übrigens, falls ihr euch wundert, wo wir sind hier auf Nashadar da. Momentan sind auf Narsha da auch nur 31 Leute, 32 mittlerweile hoch, ne? Und Xeneis will halt natürlich mit seiner Partnerin einen überteuerten Staubsauger verkaufen. Und deswegen fragen wir erstmal bei den Kollegen, ja. Hey, ich verkaufe Staubsauger, willst du einen? Ich habe viele Staubsauger hier. Da guckst du hier. Staubsauger da. Wieder taufrisch.
Danke, 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 danke. Hier, ich habe immer noch Staubsauger. Wollen Sie einen Staubsauger? Ey, hier, nix kämpfen. Ich hab Staubsauger. Gut, der Kollege wollte jetzt keine Staubsauger kaufen, aber stattdessen gucken wir mal, was er an Euros hat. Der andere Kollege hat hier 43 Euro. Ach, da kann ich tatsächlich mal zu Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken gehen. Das andere habt ihr nicht gehört. Mm-mm. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Da hoch, da lang? Da gut. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich zu Kentucky Fried Chicken oder halt zu Pizza Hut gehen soll. Weil ich habe hier insgesamt jetzt 22.000 Euro und also 22.833 Euro habe ich hier. Und ich gehe mal davon aus, dafür kann man gut und gern ein Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut gehen und kaufen. Hallo Kollege, ich verkaufe die Staubsauger. Schade. So schnell stirbt niemand. Danke, Kira, aber ich wollte eigentlich nicht sterben, ich wollte eigentlich nur Staubsauger verkaufen. Mal gucken, wie viel Euro hat er. Oh, tatsächlich, ja, gut. Kann man ja gut und gerne mal zu Pizza Hut gehen. Was haben wir denn noch so? Mann, hat die eine Stange in der Hand? wo sind wir denn? Da, mal gucken, vielleicht will er einen Staubsauger kaufen. So. Wir sind jetzt beim Großkunden angekommen und vielleicht möchten die auch, vielleicht wollen ja die drei schon mal einen Staubsauger kaufen. Fragen wir mal nach. Jo, guten Tag, ich bin hier. Die wollen auch anscheinend keinen Staubsauger kaufen. Da, wieder taufrisch. Der, wieder taufrisch. Na toll. Die fallen ja hier um wie die Schmeißfliegen. Gut, ich frage mich, wo die Frau ihre Stange hingetan hat. Na gut, vielleicht mal dir einen Staubsauger kaufen. Hallo, ich bin hier. Gut, auch keinen Staubsauger. Ne, die wollten auch keine Staubsauger kaufen, aber dafür gucken wir mal, was an Euro haben. Mit 43 Euro? Ey, von 43 Euro kann man nicht mal zur Tanke gehen. Ihr wisst ja, Tankstellen sind teuer. Ach ja, ich möchte euch was zeigen. Hellmoment. Hellmoment ist eine wunderschöne Sache. Warum auch ausgerechnet ich die habe als Jedi, zeige ich euch gleich mal. Was die halt so schon kann, aber vorher.
Ich habe ja aus meinen Fehlern gelernt, ne? Die wollen alle keinen Staubsauger kaufen. Also. Also werde ich gleich das, die Branche ändern. Statt Staubsaugervertreter gucken wir mal, ob vielleicht eine Spende für die Armen. Es soll heißen Brot für die Welt. Brot für die Welt. Brot. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was die zu sagen haben. Ey, du Kollege, ich komme verbraucht von der Welt. Der will nicht spenden. Keine Typen, die spenden wollen. Das ist doch widerlich. Das ist doch. Ach. Das zeige ich euch gleich. Das ist was ganz Besonderes. Guck mal da, böse Menschen. Da gehen wir jetzt hin. Müsst ihr gucken, was passiert. Hey, ich habe ihr Brot für die Welt. Spende, spende. Guckst du hier? Ach, Darth Angral erzählte mir, dass ihr Wächter 1 und Inquisitor Farrakh besiegt habt. Ja, das hab ich. Beeindruckend. Danke. Ach, deshalb seid ihr nicht hier. Ihr habt Angst, nicht wahr? Soldaten, legt eure Waffen nieder. Ich verspreche euch eine faire Behandlung. Und das ist mehr, als ihr verdient. Ihr habt gute Männer im Rekrutierungszentrum getötet. Loyale Soldaten. Die Besten. Mir tut ließen mir keine Wahl. Ich hätte sie lieber lebend gefangen genommen. Typisch Jedi. Einen Raum voller Männer töten und sich dann dafür entschuldigen. Ich habe Commander Grohl versprochen, dass er euch persönlich ausschalten darf. Ich habe ihm ein paar Geschenke zur Hilfe dagelassen. Mark 1 Superwachen. Nicht so zerstörerisch wie meine neuesten Modelle, aber schnell zu fertigen und äußerst gefügig. Ihren nutzlosen Verstand zu löschen und sie mir zu unterwerfen, war ein Kinderspiel. Gut zu wissen. Wo ist Agent? Wenn diese Leute bereits tot sind, muss ich mich wenigstens nicht zurückhalten. So, und jetzt zeige ich euch, was ich mit diesem Helm-Moment meine. Weil der Helm-Moment, den kann ich nur alle 10 Minuten machen. Und dafür beschwöre ihn. Das ist total viel Spaß. Das können ja eigentlich nur die Sith, ne? Eigentlich. Die Betonung liegt auf nur eigentlich. Keine Sorge. Kira, ich habe keine Sorgen. Ich bin sorgenfrei geboren und werde sorgenfrei sterben. Guten Tag! Mark 1 Superwache. Also dafür, dass wir Mark 1 sind, sind sie ganz schön schwach. Der nächste, bitte. Jetzt war es das schon. Oh, da leuchtet was Grünes. Oder gelb? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Yay! Ich krieg gerade ein Telefonat. Moment, ich gehe mal kurz ran. Wer stört? Wir sind zu spät, Rikan. Darth Angrals Schüler hat das Labor verwüstet. Hier ist nichts mehr zu holen. Bei einem imperialen Offizier habe ich ein verschlüsseltes Datenpad gefunden. Es sieht wichtig aus. Vielleicht befinden sich darauf Informationen, wohin der Feind sich zurückgezogen hat. Bringt das Datenpad zurück zum Hauptquartier. Meine Hacker werden die Verschlüsselung knacken. Wir müssen schnell sein, um den Feind noch aufzuhalten. Beeilung!
Hey Kollege, was ist mit den Spendengeldern? Die wollen alle nicht spenden, das ist doch voll traurig und so. Ja, die sind so geizig, die wollen alle nicht spenden. So, wo müssen wir denn da hin? Sag mal her, zack. 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 Naja, geht's, mach mal. Ich habe keinen Bock hier so lange zu fahren, zu latschen. Ich mach nur schnell rein da hin. Hey, voll schnell und so. Rotlicht ab in den Puff und so. Die Leute sind alle so. Ja, die Leute sind alle so geizig, die wollen alle nicht spenden und das ist ja doch eigentlich doch ziemlich. Bäh. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. So. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der heutigen Nashadar-Rundflüge. Mein Name ist Xang Eis und ich bin euer heutiger Captain. Wir fliegen momentan mit 1,8 Millionen Knoten. Ist nicht viel schnell. Man, zwischendurch können wir auch das Flugzeug verlieren. Ist nicht so schlimm. Wir sind ja hier sicher verankert. Also keine Panik auf der Titanic. Wasser ist für alle da. Das heutige Tagesmenü ist Kentucky Fried Chicken und ja, könnt ihr was essen und macht Spaß. Es ist gut und es macht richtig lecker. Ja, und das ist die Promenade. Guckt ihr mal nach links oder nach rechts. Viele Leuchten. Wir setzen zur Landung an. Auf Wiedersehen. Ja, das ist Staubsaugervertreter hier, na. Man könnte ja meinen, ich könnte die Treppen runtergehen, aber ich mach das nicht. Ups. Ich bin voll der Profi, ich kann auch eine Rolle. Kickt euch mal diesen fetten Sack da an. Meine Fresse, ist der hässlich. Na toll, jetzt schick aus, ich ihn doch davor. Ey, das ist doch zum Mäusemelken. Ah, schon besser. Ist der hässlich. Ihr dürft nicht vergessen, diese Figur, also diese Statue, besteht aus echtem Gold. Ja, da haben die sich schon was dabei gedacht, aus echtem massivem Gold. Wenn ich so eine Statue im Vorgarten hätte, wäre ich Multimilliardär. So, wir wollen aber jetzt erstmal hier ab ins Wasser. Wo muss das denn jetzt hin? Frag den Onkel von dem Mann, der weiß das schon von wie wieder. Wumpa, 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 wumpa. Ja, gut. Hallo. Na, ja. Minion, was für Wumpa. Siehst du, das ist bestimmt ein Zeuge Rosa, oder wie diese Spezies heißen. Die sind, danke Kira, die sind immer sehr aggressiv, die Zeugen Rosa. Die wollen immer allen was vom Pferd erzählen. Ich bin so ein Dach. Ich bin von den Zeugen Rosa. Kommen Sie in unsere Gruppe. Kommen Sie. Wir sind hier vor die Götter und so, ne? Schon wieder so ein Zeuger Josef, Alter. Was ist denn hier ab? Er geht mir nicht auf den Sack. Geht sterben. Ich will nicht zu euch.
Jetzt lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe. Diese blöden Zwangshofer, oder wie sie da heißen, die gehen mir voll auf den Piss. Geh weg, ich bin nicht, geh weg, lass mich in Ruhe. Tschüss. Ach Gottchen. Oh, da ist eine Waffe und Geld. Kannst du mal ein Beispiel an deinen Kollegen da nehmen, Kollege? Der hat hier wenigstens ein bisschen Taschengeld für mich. Auf zu Meckes. Also ist der Fahrstuhl zu Meckes. Aber ich fahre jetzt auf Ebene 2 zu Burger King. Burger King ist viel besser. Schon wieder sein. Schon wieder, also ein Zeuge. Also, diese Götter, diese Zeuge Rosa da, ne? Die sind voll uncool, ne? Die muss man alle ausradieren. Das machen wir mal. Komm, komm. Keine Sorge. Der Heldenmoment ist gekommen. Und was hast du für Geld? Für $52, Alter, was geht denn hier? Nein. Nee, nee, nee. Die wollten mein Geld haben, Meister. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe Rikan gesagt, dass diese Basis verraten wurde. Der Chief ist tot. Alle sind tot. Was waren das für Dinger? Kollateralschaden. So wie die, die ich im Hauptlabor bekämpft habe. Nur noch stärker. Ihr habt uns im Dunkeln tappen lassen, die Superwacheneinrichtung verschwiegen, uns nie von diesen Waffen erzählt. Wir sind hier geblieben und haben eure Mission unterstützt, obwohl wir längst hätten fliehen sollen. Diese Toten gehen auf euer Konto. Euer Zorn bringt uns hier nicht weiter. Ey, es ist Rickards Entscheidung, nicht meine. Der General ist schuld. An wem sollen wir das jetzt natürlich machen? Natürlich, komm, wir machen es einfach mal, ne? Auf mich loszugehen ist nicht besonders hilfreich. Wir müssen gemeinsam dadurch. Nach Rikans Tod habe ich nun das Kommando. Die Operation ist beendet. Agent Diaz, wir verschwinden. Tut mir leid, ihr seid auf euch allein gestellt. Gut. Haltet mir das Macht überreden, um zu bleiben. Oder ihr werdet nicht gehen. Schlamm. Tut mir leid, mein Freund, aber jetzt übernehme ich das Kommando. Das ist auch ein Weg, um ein Gespräch zu beenden. Wir haben keine Zeit für Debatten. Agent Diaz, entschlüsselt dieses Datenpad. Sofort. Ja, ich fange sofort an. Entschlüsselung abgeschlossen. Der Feind hat alles aus dem Superwachenlabor in eine Notfalleinrichtung gebracht. Ich kenne diese Koordinaten. Eine imperiale Fabrik auf der Industrieebene. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ihr habt mich geschlagen. Ich fasse es nicht, dass ihr mich geschlagen habt. Ich hatte keine Wahl, ne? Nee. Und ich werde es wieder tun. Das ist. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, haltet ihr besser den Mund. Aber ich. Schon gut. Sir, wir sollten General Varsatra informieren. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ich habe die Rückzugsposition des Feindes markiert. Viel Glück da unten. Verschwinden wir hier, Agent Diaz. Ja, das ist also mal so gewesen, ne? So. Und das ist jetzt erstmal Feierabend für Part 4. Bis zum nächsten Mal. Peace und haut darin.